Wer die Erbanlagen des Menschen erforschen will, braucht viel Datenspeicher. Denn lebendige Zellen verarbeiten in ihren Zellkernen sehr viel mehr Daten als lange angenommen. Das liegt an den unterschätzten Ribonukleinsäuren. Diese lesen und modifizieren das Erbgut ständig in Abhängigkeit von Lebensstil und Umwelteinflüssen. Das Bundesleistungszentrum RNA Bioinformatik an der Universität Freiburg entwickelt leicht handhabbare Anwendungen für alle Genforscher. Mithilfe der Internetplattform GalaxyNet können die Forscher ihre Daten standardisiert speichern und analysieren. Wir haben häufig das Problem, dass die Analysen nicht mehr reproduzierbar sind. Also Sie machen eine Analyse, die Analyse wird veröffentlicht, jemand anders versucht die Analyse in ein oder zwei Jahren wieder zu machen. Und dann stellen Sie einfach fest, ja, das geht nicht mehr, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Es kommt einfach nicht mehr dasselbe raus. Und hier hilft Galaxy, indem es sagt, so, ich kann also jetzt den Zustand, welche Datenbank, welches Tool habe ich verwendet für die Analyse, das kann ich mir alles speichern. Und dann kann ich in zwei Jahren einfach das Gleiche wieder machen. Und damit muss ich aber auch alle Zwischenschritte nicht mehr aufheben. Ich muss nur noch die Rohdaten aufheben und eine kleine Beschreibung, wie die Daten sozusagen analysiert wurden. Und dann kann ich das alles wieder nachvollziehen. Der Galaxy-Server der Universität Freiburg von der AG Backofen hat mehr als 2000 Kerne und mehr als 3 Terabyte Arbeitsspeicher. Er wird momentan von ca. 250 Wissenschaftlern benutzt und stellt über 800 verschiedene Tools bereit, die zu mehr als 120.000 Programmaufrufen pro Jahr führen. Die wesentliche Säule ist, dass wir dieses System haben, in dem wir alle unsere Tools und alle unsere Programme und auch die Analyse-Pipelines, also die gesamten Arbeitspläne, zusammenfassen und dann sozusagen deutschlandweit zur Verfügung stellen können. Galaxy macht es möglich, große, riesige Datenmengen für jedermann reproduzierbar und transparent im Web. In speziellen Schulungen führen die Freiburger Bioinformatiker Genwissenschaftler in das GalaxyNet ein. Ziel ist, einen weltweiten Standard für die Sequenzierung und Verarbeitung genetischer Daten zu schaffen. Das ist wichtig, denn wenn Erkenntnisse aus der Bioinformatik immer mehr auch in der Medizin genutzt werden, bedeutet das noch mehr Daten, die auszuwerten sind. Wir werden wahrscheinlich in ein, zwei Jahren wieder dastehen und sagen, ja, was müssen wir jetzt hier tun? Es gibt Schätzungen des BMBF, dass wir in den nächsten Jahren 1000 Bioinformatiker brauchen, um die Kapazität zu haben, diese Daten zu analysieren.